Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit, bei der wir widmen wöchentlich nach Möglichkeit einige Minuten, einige Zeit für den Geist, dass wir uns ansehen, wie wir als Mensch, wenn wir uns aus freiem Entschluss dazu entscheiden, an uns selbst zu arbeiten, an unserer Weiterentwicklung und geistigen, fachlichen, moralischen Weiterentwicklung, dass wir werden wollen, das, was Rudolf Steiner genannt hat, einen Geistesschüler. Dass wir also arbeiten daran, an dem Studium der Wissenschaft von der geistigen Welt, an uns selbst durch Konzentrations-, Kontemplations-, Gebets- und Meditationsarbeit. Und dass wir so kommen können zu einer wahren Erkenntnis von uns selbst als Mensch, zur wahren Menschenerkenntnis, die gleichzeitig uns wird auch Welterkenntnis. So haben wir in den letzten Malen ja angesehen, die menschlichen Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen und wie sie in einem Zusammenhang stehen mit unserem Bewusstsein während des Lebens, der Wahrnehmung in der sinnlich-physischen Welt und wie sich diese Seelenkräfte in ihrer Wirksamkeit, in ihrem Zusammenhang verändern, wenn wir beginnen, wahrzunehmen, zu erleben, die seelisch-geistige Welt. Und wie wir dann, wie wir das letzte Mal gehört haben, ja auch in einem Zusammenhang stehen, unmittelbar mit dem, wie sich unsere Lebenszeit hier auf Erden ausgewirkt hat auf unseren Astralleib, wie wir von den Widersachermächten manipuliert, verführt, verwirrt worden sind und wir daran arbeiten können, unsere Tugenden, unsere Tauglichkeiten zu erarbeiten, um uns selbst so weit zu reinigen, unseren Astralleib so weit unter die eigenen Kontrolle zu bekommen, unter die Kontrolle unseres innersten Wesenskerns, unseres Ichs, um uns reif zu machen, dass sich der Geist, der Heilige Geist aussprechen, verbinden kann mit uns als Wesenheit. Und so werden wir uns heute das ansehen, was zusammenfasst all diese Arbeit als Begriffe, die schon, wie Rudolf Steiner gesagt hat und dargestellt hat, ja, seit der gesamten Menschheitsentwicklung auf Erden gegeben sind, nämlich oder ist der Einweihungsweg, die Einweihungswege, dass wir erkennen können als ein Wesenstrom, als sozusagen den Kern der Menschheitsentwicklung, die Mysterienstätten, die Mysterienströmungen, die Einweihungswege, die den Menschen dazu bringen kann, zu einer Verbindung zu kommen mit der geistigen Welt. Es ist ja der Mensch als ein Geschöpf der geistigen Welt hervorgegangen, aus der geistigen Welt hervorgegangen, aus der Verbundenheit mit der geistigen Welt und dem unmittelbaren Zusammensein mit den göttlichen, den göttlich-geistigen Wesenheiten. Und der Mensch ist durch die verschiedenen Zeitalter bis zu den Zeitalter der letzten Jahrhunderte gekommen, dem sogenannten dunklen Zeitalter, wo wir keinerlei Erleben der geistigen Welt hatten. Und es gab aber zu allen Zeiten Mysterienstätten, auf denen der Mensch gehen konnte, einen Einweihungsweg, um diese Verbundenheit, von der der Mensch ja immer mehr abgetrennt worden ist von der geistigen Welt, durch Tätigkeit, durch eigene Schulung wieder zu erlangen, zu behalten und wieder in die Verbindung mit der geistigen Welt zu gelangen. So haben wir in dieser Darstellung eben hier die verschiedensten Zeitalter, die Entwicklung des Menschen von Saturn, Sonne und Mond bis zur Erde und dann auch die zukünftige Entwicklung. Und wir können zurückschauen auf alte Zeiten,
der Erdenentwicklung von der polarischen, hyperboreischen zur lemurischen und atlantischen Zeit und der heutigen nachatlantischen Zeit. Und wir haben in der heutigen nachatlantischen Zeit ja auch wieder eine Gliederung in verschiedene Zeitalter des altindischen, urpersischen, ägyptisch-chaldäischen, griechisch-römischen und der heutigen germanisch-angelsächsischen Zeit. Und wir können bei der Betrachtung der Einweihungswege sehen, dass es eine Trennung gibt zwischen dem, was vor dem Ereignis von Golgatha stattgefunden hat, also der menschlichen Ich-Geburt, und was danach sich entwickelt hat als Einweihungswege, die sich verwandelt haben, verändert haben, in gewissen Grundstrukturen gleich geblieben sind, aber in der Art, wie der Mensch nun und heute als ich-bewusste Wesenheit diesen Weg gehen kann, wie das zuvor, vor dem, der Ich-Geburt, vor dem Ereignis von Golgatha nicht möglich war. Wir betrachten also in der diesmaligen und in der nächsten Betrachtung der Einweihungswege zu Anfangs kurz, dass man betrachten kann, es gab atlantische Mysterienstätten, die von Rudolf Steiner auch genauer beschrieben worden sind, die bezeichnet werden mit den Namen der Planeten bis hinauf zur höchsten Mysterienstätte, der Sonneneinweihung, der Sonnenmysterien. Und wir dann in den alten ägyptischen Mysterien erkennen können, dass es eine Fortführung ist oder war dessen, was die atlantischen Einweihungsstätten waren. Und dadurch können wir erkennen, dass dann in der Fortsetzung bis in die Gegenwart hinein, vor allem in den Freimaurer Bereich, es Einweihungen gegeben hat, die wiederum zurückgeführt werden können auf diese ägyptischen Mysterienstätten. Und wir daher sehen, es ist ein fortdauernder Strom, ein geistiger Strom, der sich verwandelt, weil eben der Mensch sich getrennt hat von der geistigen Welt, es eine Verdunkelung gegeben hat des Wahrnehmens der geistigen Welt. Und mit dem Einzug des übersinnlichen Wesens des Christus in das Menschenwesen, mit dem Ereignis von Golgatha, nur eine Verwandlung dieser Einweihungswege stattgefunden hat. Was mit Einweihung gemeint ist, ist, dass der Mensch sich so weit veredelt, dass er die Sonderung von Gott, also die Sünde, die nicht mehr Möglichkeit des Wahrnehmens der geistigen Welt, das nicht mehr möglich haben, dass man in der geistigen Welt bei Bewusstsein bleibt, dass das durch Schulung, durch einen Einweihungs- und Schulungsweg wieder erreicht werden kann. Es ist dann so, dass der Mensch durch die eigenen Kräfte erleben kann, die Wirklichkeit der geistigen Welt, wie sie der Mensch erlebt, nach dem Tode bis zur nächsten Geburt. So wird der Mensch, der ein Schüler ist, ein Geistesschüler, der ein Eingeweihter werden kann, erleben kann die Wahrheiten der geistigen Welt, wie sie der Mensch erlebt nach dem Tode, ohne aber den Tod durch den Tod gehen zu müssen. Also bei lebendigem Leibe, in der Gegenwart auch bleibend in einem gesunden Zusammenhang mit der physischen Welt in die Fähigkeit zu kommen, die geistige Welt wahrzunehmen, zu erleben, hinaufzugehen in die Seelenwelt, weiter hinaufzugehen bis in die geistige Welt. Das ist möglich, wenn man diesen Gang, diesen Einweihungsweg geht, dass wir also kommen von dem, was wir nennen, die materielle Erkenntnis der sinnlich-physischen Wahrnehmung, wo wir aus der Beobachtung und aus einer gewissen Art von Intuition uns erarbeiten können, Bilder von den Dingen der Welt, dann sie mit Begriffe verbinden können und so zu einem Urteil kommen. Also Vorstufen von dem, was man dann nennt in der Wahrnehmung der geistigen Welt, die höheren Erkenntnisstufen von Imagination, Inspiration und Intuition.
Es ist für den heutigen Menschen ja so, dass wir so belehrt werden, so ausgebildet, eigentlich konditioniert werden, zu meinen, wir wären sozusagen heute der Höhepunkt der Welt. Unsere Gedanken könnten wir auswendig lernen und schulen, aber unsere Gedanken hätten keinen Zusammenhang mit dem, was die Wirklichkeit der Welt ist. Das ist das, was aus dem Nominalismus entstanden ist, aus dem Islam, auch diesen Impulsen, die eben so negativ auf die europäische Kulturentwicklung gewirkt haben, dass wir also sehen, dass wir in unseren Gedanken Gedanken bilden können und dass wir so in einer Vorstellung der Welt leben, als wenn diese Gedanken keine Wahrheit sein können, sondern nur Abstraktion. Das kommt von der Entwicklung, die der Mensch gegangen ist, der eben sich gelöst hat von dem Einssein mit der geistigen Welt. Wir können das in den anthroposophischen Leitsätzen, zum Beispiel in dem Leitsatz 103, 104, 105, ansehen, dass wir noch hatten ein Erlebten, das der Mensch in seinem Ich erlebt hat, die Gedanken als Ausdruck beseelter geistiger Wesen, dass das mehr zurückgegangen ist, dass wir sie nur noch erlebt haben in den astralischen Leib. Sie stehen da nur mehr beseelt und belebtem Abbildern von Geisteswesen entsprechend vor uns. Und wie wir noch weiter weggegangen sind, dass wir sie nur noch in der dritten Etappe erlebt haben, als Gedankenbilder, als Nachklang des Seelenhaften im ätherischen Leib. Und wir durch das dunkle Zeitalter der letzten Jahrhunderte gekommen sind, dazu, dass wir unsere Gedanken selbst ganz frei bilden konnten, aber die geistigen Wesen gar nicht mehr erlebt haben. Und dass wir heute durch die Offenbarung des Geistes, wie sie ist, die Wissenschaft vom Geist von Rudolf Steiner, die Anthroposophie, in uns wieder aufleben lassen können, die Fähigkeit, Gedanken zu bilden, die die Wirklichkeit aufleben lassen, auferstehen lassen, dass wir also diesen Nominalismus überwinden und zum Realismus kommen, zur Fähigkeit zu erkennen, unsere Gedanken sind die Wahrheit der Welt. Die Wahrheit der Welt lebt in unseren Gedanken. Das ist ein Zurückkommen, ein Zurückverbinden sich mit der geistigen Welt. Das ist auch das, was wir in dem Einweihungsweg erleben können, dass wir unsere Gedanken immer mehr kräftig bilden in dem Sinne, dass sie die Wahrheit ausdrücken können, dass wir also mächtig sind der Gedankenkontrolle, der Fähigkeit, unsere Gedanken selbst zu verwalten, selbst zu steuern und selbst Begriffe aneinander zu reihen, die logisch, also wahrheitsgetreu zueinander passen und so von personifizierten, persönlichen Vorstellungen der Welt zu Vorstellungen kommen, die der Welt entsprechen, die die totale Wirklichkeit sind, also die die physische Wahrnehmung mit der Wirklichkeit des sich darin ausdrückenden Geistigen ausbilden und auferstehen lassen. Und das ist dann, dass in uns der Geist aufwacht. Und das ist, wenn der Einweihungsweg gegangen wird. Wir können das also noch einmal vor uns hinstellen. Es ist der Mensch aus der geistigen Welt hervorgegangen. Wir erleben uns nun getrennt von der geistigen Welt. Wir glauben, unsere Gedanken können nicht Wirklichkeit sein und wir können durch das Studium erkennen, dass wir verbunden sind, leben in Verbindung mit der geistigen Welt und wir können nun einen Weg gehen und das Bewusstsein, das Erleben des wirklichen Menschseins als eines geistigen Wesens, dessen Urquelle in der geistigen Welt ist, zu erarbeiten. Dass wir also diese Einweihung gehen und dann erleben wir, dass wir ja als physisch inkarnierter Mensch von den Widersachern abgelenkt werden, gesondert werden von der geistigen Welt und wir in diesem Einweihungsweg, auf diesem Wege an uns selbst arbeiten, um uns wieder reif zu machen, uns wieder zu reinigen, zu heiligen, um den Heiligen Geist letztlich aufzunehmen.
Dazu ist es notwendig, eigenständig und individuell an der eigenen Freiheit, an der eigenen Stärkung der Individualität zu arbeiten, Kontrolle über die eigenen Gedanken, Gefühle und das Wollen, über die Leidenschaften und Triebe zu kommen, dass man sieht, man ist eine Individualität, die nicht irgendwo jemanden hat, der einen sagt, was man zu tun hat. Man muss selbst als freier Mensch auf freiem Boden, mit freiem Volke leben, zu diese Verantwortung zu nehmen, aber auch selbst urteilen zu können, was richtig und falsch ist. Und dazu gibt es dann die Proben, die uns auf diesen Wege leiten und erproben. Die Feuerprobe, das Erlernen der okkulten Schrift, die Wasserprobe und Luftprobe, die uns letztlich zu einem freien Geisteswesen machen, das selbst Verantwortung hat, aber dem sich dann auch verbindet die geistige Welt. Und die Anthroposophie, die Wissenschaft vom Geist von Rudolf Steiner, sie zeigt uns diesen Weg, dass wir uns als Mensch erkennen, indem wir an uns als Mensch arbeiten. Von Rudolf Steiner aus dem Notizbuch von April 1923. Anthroposophie möchte gegenüber der Seelenwissenschaft ohne Seele dem Menschen die Menschenwissenschaft mit Seele geben, in der aus wahrer Erkenntnis das Sternenziel vor dem inneren Auge leuchtet, ohne dessen Licht alles Wissen doch nur ein Träumen von der Seele bleibt. Das bringt uns der Einweihungsweg, das Erleben. Wir sind geistiges Wesen, weil wir die geistige Welt beginnen zu erleben, wahrzunehmen. Wir erleben uns lebend zusammen mit den geistigen Wesen. Es wird lebendig um uns und wir erkennen das wahre Menschsein. Das ist es, was die geistige Welt hofft und wünscht für den Menschen, wo die Weltenordnung, wo der Weltenplan hin möchte. Das ist das, was sich ausgedrückt durch das Weihnachtsmysterium, wie das Rudolf Steiner der GA 202 dargestellt hat, das Geheimnis der Geburt. Ich zitiere dieses heilige Weihnachtsmysterium, es besagt uns im Anblick der Kindheit Christi, dass das wahre Menschsein in uns nicht einfach geboren werden kann, sondern dass es im Innersten der Seele neu geboren werden muss, dass der Mensch im Laufe seines Lebens innerhalb seines seelischen Daseins etwas erfahren muss, was ihn erst zum vollen Menschen macht. Es erwacht in uns der geistige Mensch. Es erwacht die Wahrheit der wirklichen Welt, die in uns sich ausdrückt. Wir erkennen uns als wahrer Mensch, als geistiges Wesen. Das muss in uns geboren werden und wir müssen den Körper soweit, die physischen und die ätherischen und astralen Gegebenheiten so weit bereiten, vorbereiten, dass dies möglich ist. Das geschieht auf den Einweihungswegen. Und dadurch kann der Mensch verbunden sein dann mit den höheren göttlich-geistigen Wesen. Wir bilden sozusagen einen Tempel in uns, in dem die göttlich-geistigen Wesen leben können, sich aussprechen können. Wir kommen durch das, was in den esoterischen Unterweisungen genannt wird, die Situationsmeditation, zu einer Kommunikation, zu einem Austausch des Geistes mit den geistigen Wesen. Und dadurch beginnen wir verbunden zu sein mit der moralischen Weltenordnung und dem Weltenplane für die Zukunft. Wir können die Impulse, die Ideale der geistigen Welt für die Zukunft der Menschheitsentwicklung in uns zum Leben bringen und sie in weltgestaltend, in der Welt tätig hinein verweben, hineinarbeiten. Das ist das, was sich heute gliedern kann, dass der Ahriman, der Antichrist und der Antichrist, sie wollen den Menschen abtrennen von der geistigen Welt, so dass jeder seine eigene Religion, seine eigenen Gedanken von der Welt, seine eigenen Wahnvorstellungen von der Welt dahin spintisieren kann, sozusagen, und dadurch die Menschen sich nicht mehr verstehen, immer mehr gegeneinander handeln, nicht mehr gemeinschaftsbildend sein können.
Und diese Entwicklung als Einweihungsschüler, sie bringt uns zur Verbundenheit im Geiste, und die Verbundenheit im Geiste bringt uns dazu, dass wir in der Wahrheit des Geistes verbunden sind. Der Geist verbindet dann, es beginnt eine Menschengemeinschaft, die die gleichen Ideale hat, die miteinander tun kann, weil ihre Gedanken der Wahrheit entsprechen und daher nicht sich widersprechen. Es ist im Höchsten der Geist und der Weg der Einweihung gemeinschaftsbildend. Aus der GA 98 zitiere ich da von Rudolf Steiner: Ein Zusammenschluss in Übereinstimmung geistiger Tatsachen führt zur absoluten Einigkeit, Friede, Harmonie. Es gibt keine zwei Meinungen über eine Wahrheit, ohne dass eine falsch ist. Das ist die Pfingstgemeinde, der Heilige Geist, der sich herniederließ. Dadurch entwickelte sich gemeinsame Empfindung, inbrünstige Hingabe und Liebe. Das ist also das, was der Mensch entscheiden kann für sich, dass er diesen Weg geht zu einer gemeinschaftsbildenden Wahrheit, die in jedem Menschen leben kann. Und wir sehen, wie die Systeme des Antichristen heute Gesetze erlassen, die offen zur Unwahrheit aufrufen und die Wahrheit unter Strafe stellen. Also das ist dieser Kampf, dieser Geisteskampf, dass die Menschen, die den Einweihungsweg gehen, sich mit der Wahrheit verbinden und antichristliche Bestrebungen, ein System der völligen Unwahrheit installieren wollen in der Welt. Diese können wir überwinden, indem wir nach dem Geist, nach der Wahrheit streben. Und so geht der Mensch, wenn er Einweihungswege geht, durch diese Proben, durch diese Aufgabenstellungen, die ihn reif machen sollen, um in der geistigen Welt als freie Individualität leben zu können, wahrnehmen zu können, bewusst sein zu können. Es ist eben die Feuerprobe, das Erlernen der okkulten Schrift, die Wasserprobe und die Luftprobe. Bei der Feuerprobe werden wir erkennen, dass durch einen geistigen Verbrennungsprozess, also ähnliches wie bei Kamaloka oder dem Durchgehen des Parsival durch die 12 Tierkreiszeichen, wir unsere Fehler und Verirrungen abarbeiten, durcharbeiten und uns dabei reinigen. Es wird der Einzuweihende geläutert. Es ist ein Läuterungsprozess, den jeder Mensch, der diesen Weg gehen will, durchmacht. Die Schicksalsfügung, die höchsten Schicksalsgeister, sie walten über des Menschen Schicksal, dass er diesen Weg wirklich auch gehen kann, wenn er ihn gehen will. Es ist dann ein Anschauen der wahren Eigenschaften möglich, wenn wir diesen Reinigungsprozess, diese Verdunkelung der geistigen Welt, die für uns da ist, die überwinden und die Wahrnehmung für die Imagination anfangs ausbilden. Ich zitiere Rudolf Steiner aus dem Werke »Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« Das Ziel aber ist, dass sich der Kandidat durch die Erkenntnis der höheren Welten größeres und wahreres Selbstvertrauen, höheren Mut und ein ganz anderes Seelengröße und Ausdauer erwerbe, als in der Regel in der niederen Welt erlangt werden kann. Das ist also die Feuerprobe, die Probe, dass man durch das Feuer, das einen abschreckt, ein Feuer, das einen die Schmerzen bereitet, wenn man verirrt ist, dadurch geht. Und so können wir etwas entwickeln, das unsere geistigen Fähigkeiten so beweglich werden, dass sie das, was sich als Bilder in der Welt, geistigen Welt, als Imaginationen zeigt, das ist ja nur eine Darstellung, wie wenn wir nur Buchstaben erkennen würden, dass daraus wird aus der geistigen Beweglichkeit die Fähigkeit, in den Bildern und Symbole zu beginnen, zu erkennen, eine okkulte Schrift, die wir auch im Physischen schon dargestellt haben, zum Beispiel durch Aristoteles und seinen 10 Kategorien. Wenn man also beginnt, das zu le lesen, zu lernen, was man die Sternenschrift nennt. Der Schüler lernt zu lesen und zu verstehen, was sich in der geistigen Welt zum Ausdruck
bringen will. Also das Lesen dessen, was in der physischen Welt wie Schriftzeichen ist, da beginnen wir in den geistigen Welten, in den Imaginationen, die Gedanken, Bilder und Symbole zu erlernen, in der geistigen Welt Vorgänge, Bewegungen, Zeichen, die wie Symbole eine Bedeutung haben und sich ausdrücken, zu erkennen und zu erkennen, was ich dadurch aussprechen will. Die Zeichen der Geheimschrift entsprechen den Kräften, welche in der Welt wirksam sind. Also das, was aus den Welten tiefsten Gründen als Ursache, Urquell des allen Seins entsteht, durch das Astrale, durch Bewegungen und Bilder im Astralen hineinwirkt in die Bildekräfte des Ätherischen und diese Formungen und Bewegungen, die dann materiell gestaltend und formend, organisierend und bewegend sind, dass man diese Wahrheit des Wirkens der geistigen und seelischen Kräfte beginnt zu erkennen und zu verstehen. Man lernt durch diese Zeichen die Sprache der Dinge, dessen, was sich hinter den Dingen als Wahrheit ausspricht, zu erkennen. Es zeigt sich dem Einzuweihenden, dass alle vorhergehenden Übungen nur waren wie ein Buch stabieren. Nun lernt er zu lesen. Durch das Erlernen dieser okkulten Schrift lernt der Einzuweihende gewisse geistige Verhaltensregeln, Verhaltensmaßregeln. Wir werden also zu einer freien, selbstverantwortlichen, selbstbewussten Individualität durch diesen Einweihungsweg. Das, was vor tausenden Jahren die 10 Gebote waren, das kann und soll überwunden werden, weil der Mensch heute in seiner Entwicklung frei ist und in seiner Entwicklung aber dadurch selbstverantwortlich ist und wir durch den Einweihungsweg zu dieser Verbundenheit mit der moralischen Welt in Ordnung kommen, dass wir selbst diese geistigen Verhaltensmaßregeln verstehen und erkennen. Nun kann der Einzuweihende eben Taten vollbringen, die eine Bedeutung für die Welt haben. Man erkennt das Wesentliche und das Unwesentliche. Es kann auch physisch oder materialistisch ganz unbedeutend wirken, aber in Wahrheit ist es ganz bedeutend für die ganze Welt. Man wird dann wie eine Art von Helfer der Welt und der Menschheit, der segnend und wohltuend durchs Leben schreiten kann. EA 10 aus dem Kapitel Die Einweihung. Und so folgt dann das, was man nennt die Wasserprobe. Im äußeren und gewöhnlichen Leben sind es die Lebens- und Arbeitsumstände, die sittlichen und moralischen und ethischen Normen, die wir ja zum Teil noch haben in unserer Gesellschaft, die unser Verhalten leiten. Und wir sehen, dass die Menschheit ja steht vor dem Abgrund des Seins, vor diesem Hinübergehen hin zum Erleben der geistigen Welt, dass die Menschheit steht vor der Schwelle zur geistigen Welt und wir ja ein Zerfallen sehen dieser sittlichen Normen und der moralischen Vorstellungen, dass der Mensch gehen sollte, dass eben das die Hoffnung ist, gehen sollte, diese Wege des Studiums der geistigen Welt, des Studiums der Wissenschaft der geistigen Welt und eines Einweihungsweges. Und das sollte eben der Einzuweihende zwar die sinnlich-physischen Gebote und Normen natürlich einhalten, insofern sie für ihn erkennbar sind und seine Pflichten keinesfalls vernachlässigen. Aber dass er lernen muss bei dieser Wasserprobe genau diese sittlichen Gebote selbst sich zu entwickeln, diese Sittlichkeit, diese moralische Verbundenheit mit der moralischen Weltenordnung in sich zu entwickeln, dass er ohne jegliche Stütze, ohne jegliche Anregung und Hilfe seinen Weg und ohne Anleitung von außen seinen Weg auf diesem Einweihungsweg findet, dass wir beginnen zu verinnerlichen und zu verstehen die höheren Verhaltensregeln, die das Weltenwerden, das Weltenwesen leiten und beinhalten, dass wir die
Gelegenheit dabei entwickeln, weil wir selbst verantwortlich für alles sind, die Selbstbeherrschung zu erlangen. Und einzig und allein die Wahrheit der Welt muss uns die Richtschnur sein. Und dadurch entsteht eine vollkommene Bereitschaft, die vorhanden sein muss, der Wahrheit zu dienen, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit aufzunehmen, irgendwelche Geglaubtheiten und liebgewordenen Meinungen und Ansichten von der Welt oder Neigungen sofort aufzugeben und von sich zu lassen, wenn man durch das eigene wahrheitsgetreue logische Denken eine neue, eine nun wirkliche Wahrheit, die die vorhergehenden Unwahrheiten aufdeckt, erkennt. Und dann kommt der Mensch zur Luftprobe. Die Luftprobe ist, dass wir aus diesem Erkennen der Wahrheit, aus diesem Verbundensein mit der moralischen Weltenordnung und dieser Suche nach Wahrheit und der Erkenntnis der Wahrheit kommen dazu, daraus ganz frei, ohne Veranlassung, ohne Hinweis, Forderung oder Zwang, aus uns selbst ganz frei in diesem Sinne der erkannten Wahrheit und der moralischen Weltenordnung heraus tätig zu werden, dass wir äußere, anerzogene, traditionelle Einflüsse überwinden, dass wir ganz kühn, frei und schnell handeln können in dem Sinne, wie es die Notwendigkeiten, die Wirklichkeiten und Wahrheiten der Welt bedürfen. Ich zitiere noch einmal Rudolf Steiner aus der GA 10. Alle Verlockungen zum Handeln, je selbst zum Denken, an die ein Mensch vorher gewöhnt war, hören auf. Man wird sozusagen leer in sich, antriebslos, wenn man nicht selbst in sich den Antrieb erwecken kann. Das Wollen zum Tat in sich durch den Denken entfachen kann, dieses Feuer des Selbstseins entfachen kann. Um nicht untätig zu bleiben, darf der Mensch sich selbst nicht verlieren, denn nur in sich selbst kann er den einzigen festen Punkt finden, an dem er sich zu halten vermag. Es ist das völlige Selbstbewusstwerden als Individualität. Hat der Geheimjünger diese Probe bestanden, dann darf er den Tempel der höheren Erkenntnis betreten. Dann kommen wir in eine Verbundenheit mit der geistigen Welt. Und das ist, wie wir es anfangs uns ansehen konnten, der Entwicklungsplan, das Entwicklungsideal der Welt, dass wir als Geschöpf gebildet worden sind von den Göttern, von der göttlich-geistigen Welt, dass wir individualisiert wurden, dass wir freie Gedanken entwickeln konnten in der sinnlich-physischen Welt und dass wir diesen geistigen Impuls, all die geistige Liebe und Weisheit, die in uns hineingearbeitet wurde, nun ergreifen und uns wieder verbinden als Individualität mit der geistigen Welt. Das ist die Erfüllung des Menschen- und Weltenideals, dass der Mensch eine ich-bewusste geistige Wesenheit wird. Der Einweihungsweg, sagt dazu Rudolf Steiner in der G106, der Einweihungsvorgang lässt sich charakterisieren, und zwar bezieht sich das auf jede, auf die vor- und nachchristliche Einweihung. Wie wir uns das zuvor angesehen haben, geht es einfach ja durch die ganze Menschheitsentwicklung, dass es immer diese Mysterienstätten, immer Einweihungen gegeben hat, dass die Menschheit bleibt in der Verbindung mit der geistigen Welt und mit den Zukunftsimpulsen, mit den leitenden hohen geistigen Wesenheiten. Nur der Schluss ist ein veränderter. Die Einweihung, also der vorchristlichen und der nachchristlichen Einweihungen. Die Einweihung ist nichts anderes, als dass der Mensch die Fähigkeit gewinnt, in seinen höheren Leibern Schauorgane, höhere Wahrnehmungsorgane, die sogenannten Lotusblumen oder Chakren zu entwickeln. Der Mensch sieht heute im Schlaf die Finsternis, weil er eben nicht hinein kann in die geistige Welt, weil ihn der Hüter der Schwelle davor bewahrt, weil er noch nicht reif ist, weil er eben diesen Einweihungsweg gehen muss, an seinen eigenen Seelenkräften arbeiten muss. Und wir durch den Einweihungsweg in den Astralleib hineinarbeiten erst Wahrnehmungsorgane.
Es müssen ebenso wie die Augen und Ohren als physische Wahrnehmungsorgane sich gebildet haben, aus den höheren Wesensgliedern durch die Meditation, durch die Einweihungsproben, durch das Leben als Einweihungsgeistesschüler sich diese übersinnlichen Organe entwickeln und sie müssen dem Astralleib eingegliedert werden, damit es hell wird für den Menschen in der geistigen Welt. Das geschieht dadurch, dass dem Schüler gewisse Übungen der Meditation und Konzentration gegeben wird und werden. Das sehen wir auch bei Rudolf Steiner in den esoterischen Stunden und in den esoterischen Unterweisungen und in den Werken wie Geheimwissenschaft im Umriss und dem schon erwähnten Werk, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten, die uns Übungen auf diesem Wege geben. Ein Augenblick, auch unsere Meditationsinhalt, den müssen wir in uns halten, diese Mantren, die in uns diese Fähigkeit, dass wir hineindrücken in den Astralleib, diese Wahrnehmungsorgane, wir müssen an ihnen arbeiten, indem wir gehen den Weg zur Gedankenkontrolle, dass wir leer machen unser Bewusstsein, dass wir dann die Kraft entwickeln, wenn wir diese Kraft entwickelt haben, ein leeres Bewusstsein zu halten, einen Meditationstext in längerer Zeit in unserem Bewusstsein halten und dann wieder die Kraft entwickeln, dass wir diesen Meditationstext aus unserem Bewusstsein bringen und es wieder leer machen und dann sehen, was dann auftritt, was dann in unserem Bewusstsein hereinkommt. Dieses Verbundensein mit dem Geistigen, das dadurch entsteht, wirkt dann heilsam auf das ganze übrige Tagesgeschehen. Und wir entsprechen auch, wenn wir das erleben, dass wenn wir hinaufgehen auf diesen Weg, wir Menschen antreffen, die nicht mitgehen können und wir einen Teil des Weges gehen müssen in einen gewissen Egoismus und dass wir dann nur weiterkommen, wenn wir den Egoismus überwinden und dann diesen Menschen, an denen wir vorbeigegangen sind, durch die uns selbst gegebenen Geschenkten und auch selbst erarbeitenden Kräfte nun dienend helfen. Ich zitiere aus der GA 93: Jeder Heilige bedingt, dass eine große Anzahl Wesen heruntergestoßen werden. Wenn ein solches Herunterstoßen nicht stattfände, so gäbe es keine Entwicklung. Damit ein Mensch höher entwickelt wird, muss er fortgesetzt Wesen hinunterstoßen. Darum ist alle Entwicklung schlecht und verwerflich, wenn sie aus Eigennutz geschieht. Es ist also die Selbstlosigkeit, die wir unbedingt entwickeln müssen. Sie ist nur berechtigt um der Entwicklung anderer Wesen willen. Nur wer die Hinuntergestoßenen wieder hinaufholen will, ist der Entwicklung fähig. Das ist, was jeder Geistesschüler auf dem Einweihungsweg leben und erleben muss und auch dazu aufgefordert ist, dass wenn er hinaufschreitet, dass ihm dann von dem Hüter der Schwelle gesagt wird, und alles, was du erlangt hast an Fähigkeiten, die musst du nun zum Wohle deiner Mitmenschen, der Menschheit und der Welt einsetzen. Wenn du das nicht tust, kannst du nicht weiterkommen in deiner Entwicklung. Und wir haben das eben eingangs uns angesehen, dass die Menschheitsentwicklung, dass sie durch diese Entwicklung hindurchzieht, als einen wesentlichen Kern der ganzen Entwicklung, die Mysterienstätten, die Einweihungsstätten und die verschiedenen Einweihungswege, weil das der Weg war, wie die Menschen in Verbundenheit mit der göttlich-geistigen Welt sein konnten und die Impulse der göttlich-geistigen Welt für die Zukunftsentwicklung jeweils in die physische Welt bringen konnten, um sie als Kultur-, Geist-, Religions- und Gesellschaftsentwicklungsimpulse in die Welt zu bringen. So hatten wir früher, zum Beispiel in der ägyptischen Zeit mit den Pharaonen, noch Eingeweihte, also Menschen, die in der Verbundenheit mit der geistigen Welt ihr Land beherrschen, verwalten konnten, dem ganzen Volke dienen konnten, weil sie im Sinne der Götter, der göttlich-geistigen Welt arbeiteten.
Und so ist eben dieses Durchgehen durch die ganze Menschheitsentwicklung der des Einweihungswissens und der Mysterienstätten, das wir hatten im alten Ägypten, die alten ägyptischen Einweihungsstätten und Mysterien, die sich fortentwickelt haben über das Freimaurertum bis zu den heutigen, immer wieder durch neue Impulse verwandelten Einweihungen. Aber es hat sich in einer gewissen Weise immer von den Vorgängern, der Vergangenheit ausgehend etwas gebildet. Es ist immer angegliedert worden, auch wenn es sich verwandelt hat. Und die alte ägyptische Einweihung, sie zeigt uns, Rudolf Steiner sagt dazu in der GA 265, sie würden ganz fehlgehen, wenn sie die Vorzeit mit ihrer tiefen Weisheit in den okkulten Schulen verkennen würden. Die Überheblichkeit der heutigen Zeit, dass wir glauben, wir hätten alles selbst entwickelt oder viel besser entwickelt, wir hätten alles überwunden, das muss man, wie ich versuche, auch in dieser Darstellung zum Ausdruck zu bringen. Man muss sehen, es ist ein Mysterienstrom, der durch die Welt geht und der immer der Menschheitsentwicklung und ihren Entwicklungszustand und ihrer Entwicklungsstufe entsprechend Einweihungen bringt. Und die sind nicht irgendwie fehl oder falsch gewesen, sondern sie waren der Zeit und den damaligen Menschen entsprechend. Sie haben sich verwandelt. Aber wir können darauf nur mit Ehrfurcht blicken. Und wir können sehen in den ägyptischen Mysterien, dazu sagt in der GA 93 Rudolf Steiner, dass der Schüler auch damals seinen Astralleib durch Schulungen, durch Studium so weit vorbereitet hat, durchgearbeitet hat, dass er selbstständig sein Ich, soweit es entwickelt war, Herr war über den Astralleib, dass er seine Leidenschaften und Triebe überwinden musste. Und dann wurde den Schüler gezeigt von den Hierophanten, also von den hohen Eingeweihten, wie er zur Verbundenheit mit der geistigen Welt kommen konnte. Und es kannte damals der Mensch noch nicht aus sich selbst, weil der Ich-Geburt des Übersinnlichen im Menschen noch nicht stattgefunden hat, nicht selbst tun. Er wurde eingeweiht von den anderen Mitgliedern der Mysterienstätten, den höheren, fortgeschrittenen Eingeweihten. Und es wurde ihm gezeigt, wie der Geist und die Seele, der Astralleib herausgezogen werden konnten aus dem Ätherleib und physischen Leib, wie man zum Geist erleben konnte, kommen konnte. Ich zitiere aus der GA 93, 3 Tage und 3 Nächte musste er in dem Zustand, in einem todesähnlichen Zustand, also in dem Einweihungsschlaf sozusagen verbringen. Und während dieser Zeit war der Ätherleib herausgehoben. Das waren die 3 Tage der Grablegung und Auferstehung in einem Ätherleib, der ganz und gar durchsetzt ist von dem, was man den Heiligen Geist nennt. Der Mensch hatte während dieses Einweihungsschlafes ein Erleben der geistigen Welt. Er bekam die Erkenntnisse der geistigen Welt eingeprägt in sein Leibeswesen. Es ist also der Einweihungsschlaf, dieser Einweihungsvorgang im altägyptischen, in den altägyptischen Mysterienstätten, ich zitiere, das Wesen der ägyptischen Einweihung, die Einprägung übersinnlichen Schauorgane in den Astralleib, die er dann dem Ätherleib wie Siegelabdrücke eindrücken konnte, während eines todähnlichen Zustandes von 3,5 Tagen, dem der Ätherleib herausgehoben wurde. Es war also ein todesähnlicher Schlaf und der gelockerte Ätherleib, in dem konnten diese Wahrnehmungsorgane hereingebildet werden. Wenn der Mensch die Übungen, die Meditationen und Konzentrationsübungen machte in der Vorbereitung auf diesen Einweihungsschlaf, so konnte er eben das erfahren, was über Jahrtausenden diese Einweihungsschüler, diese Eingeweihten dann erleben konnten, das Erleben der geistigen Welt. Und dann bekommt der Astralleib durch diese vorbereitenden Übungen, diese plastischen Eindrücke,
die ihn gliedern und formen, so wie die physischen Organe gegliedert worden sind, so wird durch gewisse Zeiten hindurch durch diese Übungen an dem Astralleibe gearbeitet. Es waren Zauberformeln, Meditationsformeln, die der Geistesschüler erübte, um sich vorzubereiten. Und dadurch, durch den Einweihungsschlaf, prägen sich den dem Astralleibe übersinnliche Schauorgane, höhere Wahrnehmungsorgane ein. Soweit Rudolf Steiner aus der GA 106. Und wir haben in den Mysterien, Dramen, Darstellungen von Rudolf Steiner diese Szenen in dem Drama der Seele erwachen, das siebte und achte Bild, wo dargestellt wird, ein solcher Einweihungsschlaf, so eine Einweihung des Geistesschülers, der aber ungefähr zur Zeit des Echnaton oder zur Zeit des Echnatons stattfand, dass der damalige Schüler nicht ausreichend vorbereitet war und es zu einer Vorstufe zur Ich-Bewusstheitseinweihung kam. Ich zitiere aus dem Mysteriendramen der Opferweise: Ist alles Würde richtig vorbereitet? Der Schwellenhüter, soweit der Mensch es vorzusehen vermag, ist alles wohl bereitet? Weiheluft erfüllt den Raum seit vielen Tagen schon. Der Opferweise: Ihm ist die Mystik nicht der Herzenstrieb, der sich im Menschen regt, wenn geistig Licht von oben Seelen gnädig zu sich zieht. Die Leidenschaft durchwühlt sein Inneres stark, die Sinnestriebe schweigen ihm noch nicht. Der höchste Opferweise, selbst bestürzt, eben wie zuvor beschrieben, durch diese neue Art der für die damalige Zeit so erschreckenden Einweihungsvorganges, zu den bestürzten Mysten: Das ist nicht Geisterschautes, irdisch fühlen. Also der Geistesschüler, der Einzuweihende, hat sie nicht völlig gereinigt, seinen Astralleib, entwand dem Mysten sich und stieg als Opfer in lichte Geisteshöhen. O Frevel, Frevel! Das ist also eine Darstellung, dass wir erkennen können, dieses Durchgehen der Menschheit durch die sich verwandelnden Mysterienstätten und Einweihungswege. Und zum Abschluss wollen wir noch eine kleine Übung anregen, dass wir zu Anfangs eben, wie schon öfter dargestellt, ja kommen von einer Gedankenkontrolle, also die Fähigkeit, die Gedanken selbst zu kontrollieren, dadurch zu erreichen, auch wenn wir wollen, ein leeres Bewusstsein, in dem keine Gedanken herum irrelieren, sich unbewusst hervortun, sondern dass wir wirklich ein leeres Bewusstsein halten können und dann zu einer Meditationsformel zu gehen, die wir längere Zeit ohne Störung in unserem Bewusstsein halten und es dann wieder herauszubringen und zu sehen, ob sich die geistige Welt aussprechen will. Es ist also die Meditation, das Aneignen eines vollkommen klaren Denkens. Mindestens 5 Minuten täglich freimachen von herumschwirrenden Gedanken, die einen normalerweise beherrschen, Herr im eigenen Gedanken leben werden. Und ich zitiere aus der GA 266 Rudolf Steiner: Wenn ihr, meine Schwestern und Brüder, das, was euch so an geistigem Leben in die Seele strömt, in euch leben lasst, so dass es nachklingt in euren Meditationsformeln, dann habt ihr die rechte Frucht. Ihr sollt das Empfangene nachwirken, nachklingen lassen in euren Meditationen. Während ihr das tut, strömen die geistigen Mächte der Welt in euch ein. Die Welt ist immer durchflossen von geistigen Strömungen, die ausgehen von den großen Meistern der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen. Die Meister gießen fortwährend Ströme der Liebe und Weisheit über die Menschheit aus, aber die Seelen der Menschen sind nicht immer bereit und geöffnet aufzunehmen. Also wir erkennen aus diesen Darstellungen von heute,
dass wir kommen aus einem Einssein mit der geistig-göttlichen Welt, dass wir individualisiert und frei wurden im Gedankenleben und dass wir nun wieder, indem wir eine Wissenschaft von dieser seelischen und geistigen Welt haben und uns Gedanken und Vorstellungen bilden können von der geistigen Welt, wir auf dem Einweihungsweg an uns arbeiten können, indem wir meditieren lernen, indem wir aber unsere Tugenden und Tauglichkeiten ausarbeiten, indem wir unsere Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen erkraften, das Widersacher wirkender Tiere überwinden, dass wir so kommen zu dem Wiederverbundensein, bewussten Verbundensein mit der geistigen Welt. So möchte ich abschließen mit einem Meditationstext von Rudolf Steiner aus der GA 266, die hineinarbeiten kann, wie mit Zauberkräften sozusagen in unser Wesen dieses Zusammensein mit der göttlich-geistigen Welt. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich finden in der Gottheit der Welt. Vielen herzlichen Dank.